Make me go to rehab. I said no, no, no. Hansi und Hupsi, das sind also zwei Polizisten, die sich hauptsächlich im urbanen Bereich. Ja, auch auf dem Land. Auch auf dem Land. Ja, ja. Bewegen. Was wir wollen, sind halt zwei Polizisten aus Fleisch und Blut, die. Ja, aus was sollen die sonst bestehen? Und dies wäre Arschloch, den Schnapp. Das sagt man doch so. Also, ich meine, das ist einfach nicht irgendwie so. Ich weiß nicht, zwei abgehobene Bullen sind, die nur cool sind oder nur so, sondern die ganz normal über die Tücken des Alltags genauso stolpern wie andere. Oder, also ja, das heißt das doch das, sehr oder? Sehr schöne Formulierung. Da hast du einen Vogel. Nein, das Igel. Die beiden, Hansi und Hupsi, sind vom Charakter her ziemlich unterschiedlich angelegt. Also der eine ist Oberinspektor, der andere... Inspektor? Was machen wir jetzt? Ja, meine Zentrale. Ach, das ist die Zentrale wieder so, ein kleiner Igel, bitte. Also Oberinspektor Hubert ist eher ein bisschen spröderer oder schwierigerer Charakter, der deswegen auch, glaube ich, keine Frau hat. Ich meine, du machst unentwegt Frauen an, als Figur. Wieso denn das? Ja, bei der Tankstelle. Ja, einmal. Taschen. Irgendein besonderer Wunsch? Wunsch, ja. Vielleicht könnte man mal miteinander ins Kino. Na gut, die ist 30 Jahre jünger wie du. Das brauche ich jetzt gar nicht. Hat so ein neues Deodorant. Also wegen dem. Aber genau, wegen dem jetzt. Ja, das ist vielleicht sehr wichtig zu erwähnen, dass wir mit der Arbeit zu Hansi und Hupsi eigentlich angefangen haben vor. Ja. 35 Jahre. Jahren. Und zwar in der Schule. Mhm. Da ist die Sprache entstanden. Ja gut, die war ein Unschein. Besteht da ja mit der Uniform, besteht. Ist da halt der Duftwolke da nicht mehr los? Ist da wie ein Schwuler? Nein, da hat ja keiner gesagt, dass du ein Schwuler bist. Ja, das sag ich ja. Ja, für alle bist du kein Schwuler. Ja, da wirkt aber ein Unschein. Es sind eigentlich Polizisten, die in einem Genre arbeiten. Die Amerikaner würden sagen Buddy Movie. Brokeback Mountain. Das ist, ja, sagen wir mal, so die genau. Oberbayerische, ja, Variante, genau, davon. Was ist denn das da? Das ist der Duftbaum-Arschloch. Dann kennt ihr hier der Duftbaum. Im Wald zu den Baumkollegen. Es gibt auch Kiefernadel-Klospray. Das riecht dann immer, als ob einer in den Wald geschissen hat. Richtig. Hansi. Wann erwischt? Nein, schau hin. Was? Ein Reh. Witz. Bock. Man kann sagen, Hupsi ist das, okay, Hirn. Ja, das heißt, du bist das Hirn ist und nicht ich bin... Ich, die Figur, nein, also, die ich spiele, ist das Hirn. Ja, nee, aber du bist das, also der Hansi ist das Hirn und ich bin der... Emotionale. Du komplett an Arschloch. Nein, jetzt komm. Nee. Da kannst du da nicht einfach eine Arena ausblitzen. Ja, was wird denn ausblitzen? Der andere zeigt mir da am Wildbrett. Weil da ist ja für mich das eine ganz normale Reaktion. Ja. Also das wäre ja völlig blöde, wenn man den Hansi nur auf seine Emotionalität reduzieren würde. Hubert, die haben nicht einmal einen Magnum Mandel. Ich kann doch gar nicht sein, dass der Tank steht, der hat einen Magnum Mandel. Magnum Mandel ist für mich Klassiker. Der breite Klassiker, scheiße da, du durchfährst nicht. Da liegen da halt dann manchmal die Nerven blank. Ja, aber das renkt sich dann aber auch ganz schnell wieder ein, oder? Ja, schnell. Das ist da eine Eistheke und kein Wühltisch. Das schmilzt mir doch alles da weg, das kann ich nach alles in die Tonne kloppen. Blöde Hähne, du. Mit dem Gequatsche. Nur Genuss. Ja, klar, weil er natürlich immer nur rumsteht irgendwie, ja. Ja, aber es ist immer noch besser, als in blinden Aktionismus zu verfallen. Ja, jetzt müssen wir mal die Taler zichern. Taler zichern. Talwaffe! Typisch. Ja, frei, der neue Gewacker, der Gesindel. Das ist eben genau der Witz, dass man dann die Drecksarbeit eben machen muss, während du halt dann da rumstehst und so ein bisschen, ja. Und dich beschützen muss. Nein, da kommt so ein argloses Rede her, so, ja, da wäre einfach da, neigst du, verstehst du, da, da ist der unter umeinander, Schuhwerk, verstehst du, das ist der von mir, da, ihr Lügner, Schanze, die Abdeckter, Kannibal! Hui, aus!
Sitz! Im Prinzip halten die schon zusammen. Ja. Doch, doch. Finde ich schon, oder? Ist sehr unschön. Bitte, brave Hansi, bitte, ganz brave da. Die bewegen sich halt immer auf dem so ein bisschen zu dem schmalen Grat von, also zur auf der Grenze zur Legalität. Ich kümmere mich mal um das tote Tier. Nein, der geht da direkt in die Pathologie rein. Nein, ja, da gibt es jetzt eine Obduktion, ja. Da werden die Todesursache, ja. Antennas, Einstuhlwinkel, ja. Stoßentfernung, ja. Das ganze Programm. Das ist doch der Witz, dass das immer so ganz schnell umkippt, ja. Ja, und deswegen geraten die auch oft selber ins Visier der Staatsschützer. Wenn Sie tatsächlich an der B14 eine Geschwindigkeitsmessung vornehmen, warum rennen Sie dann mit gezogener Waffe mitten durch den Wald? Ja, das ist natürlich... Interessante Frage, aber also zu komplex. No. Staatsschützer? Ja, oder Waldschützer, oder... Förster. Weibmanns Heil! Also das ist zum Beispiel so eine Episode, da geht es um Drogenschmuggel, Wilderei, Rotwild. Mhm. Rehe werden als Drogenkuriere missbraucht. Und was aber nicht immer gut ausgeht natürlich. Für die Rehe. Ja, so ein Gasgrill ist natürlich vom Romantikfaktor eher suboptimal. Aber Sekt oder Selt, der ist hin oder her. Entscheidend ist ja, was draufkommt. Das Grillgut. Es geht allgemein viel auch um Tiere. Ja, und um Alltagsgeschichten auch. Der Gebrauch von der Staubgefalle ist er anders vor der selbststoppenden rechtsgebläse, muss strootje krummeln, rechtzeitig abgeschraubt werden von der Batteriespanning Littingen. Sag mal, bitte Holländer. Holländer finde ich nicht, gut, ich find ja, super. Grundsätzlich nicht scheiße, oder? Nee. Oh, da brauchen wir einen Holländer. Ne? Ja, außer im Fußball, aber... Okay. Ich gibt ihn nicht. Der hat alles da drinnen. Da. Frau und Kinder, der ganze Ahnung. 500 Grad aus. Ja, vielleicht können wir irgendwo uns so in die Mitte vielleicht treffen, die Herrschaften. Also wir machen das Gentleman... Agreement. Bist du Holländer? Sex, Spaß, Action. Hansi und Hupsi, die etwas andere Krimiserie. Demnächst auf. Wo laufen wir eigentlich? Machen wir einen Test. Bist du wahnsinnig? Ich sehe da nichts. Gut, hin von der weg. Ja, besser.